Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Gea für den PC. Und ja, ich habe ein klein bisschen wieder gegrindet gehabt seit der letzten Folge. Lahal habe ich jetzt auf 80 hochgebracht. Edna 60, vielleicht war ich auch schon vor 60, das weiß ich gar nicht so. Planer ist auf 68, Liz ist auf 84. Baldi ist 63, die sind glaube ich alle nicht hochgekommen weiter. Ja, ich glaube, die sind alle nicht mehr weit hochgekommen und ja. Versuchen wir doch mal jetzt in Celestia weiterzukommen. Angelic Core. It's been a while. What? Don't tell me he's an angel! You've got to be kidding! No matter how you look at it, that's a face of a villain! True! You look so evil, it's a pity that you're an angel! Silence! How dare you look at my glorious face and call me a villain! Angel trainee Blah! With demons to wage war on Celestia is an unspeakable sin. Not only that, but you have armed innocent angels. You deserve nothing short of death. I, the Archangel Volcanus, shall carry out your sentence. Yeah. Please, Master Volcanus, I'm only here with a question for the Seraph. Quiet, traitor. To even speak to you! Master Volcanus! Why? Why am I a traitor? Stop pretending to be innocent! We all know that you are conspiring with demons so that you can take over Celestia! And on top of that, you tricked that stupid defender of Earth into fighting for your cause! How despicable! It is our responsibility as angels to destroy demons, the root of all evil, and watch over the human race. What the fuck? Your sublime duty and join forces with these foul demons is simply unforgivable. Der Typ hat doch irgendwie einen Schaden. Hey, who the hell do you think you are? Wait, please. Let me handle this. Nee, schaffst du nicht, Flan. Master Volcanus, I pity you. What? You believe that demons are evil, that humans are helpless, and that you alone are right. But I know that demons can show kindness, and humans can be brave. Without seeking proof, you have allowed your judgment to be colored by prejudice. Isn't the evil what you speak of in your own heart, Master Volcanus? Netter Diss. What? Well said, Juan. Yeah, you hit it right on the nose. Right on. Beep, beep, bleep, beep. I am deeply moved. Oh. I see that the Defender's spirit has awakened within you too. From this day forward, you shall be known as a Defender of Earth. What the fuck? Leute, lass uns endlich die Cut machen. You! Evil in my heart! Never! I am only doing what is right! And I will prove that to you, here and now, with your death! Go, soldiers! Kill them all! Und er selbst haut auch noch ab, ey, na toll. Was ist das? Oh, interessant. 57? 57 geht aber noch ziemlich. Also. Okay, das ist schon etwas härter. Aber ansonsten, 57 geht echt noch ziemlich klar, finde ich. Gut, dann schaue ich mal. Ich kann mich da theoretisch hinstellen.
So, dich kann ich da hinstellen. Du kannst Nirvana angreifen, das ist schon mal gut, dann lasse ich dich da mal. Fuck. Wie weit kann hier die Magie reichen? Okay, gut. Gut, das reicht. Wind und. Okay. Ich mach dann mal. Megawind klingt doch hier ganz gut. So. Die stelle ich mal dahin. Die stelle ich einfach mal dahin. Dich stelle ich da hinten hin. Du kommst hier oben hin mal. Okay, vielleicht sprichst du damit etwas zu dich an denen jetzt dran. Ich stelle dich lieber mal dahin. Flon stelle ich hier hin. Dich dispatche ich mal dahin noch. Gut. Jennifer lasse ich auch mal mit hier unten laufen. Und Rockmeiser da mal hin. Okay, Enturn. Beziehungsweise. Habe ich jetzt Enturn gemacht? Das tatsächlich. Damit sind die. Ja, okay. Aber ich hatte halt da auch nicht viel andere. Aua, das wird wehtun wahrscheinlich noch. Ja, das geht noch, Gott sei Dank. Aua. Ja, geht tatsächlich noch gerade alles. Auch dank dem Recovery-Ding. Ich schieße mal mit Poison Arrow. Ja, Nerva angreifen. Okay. Konnte. Ist natürlich schmerzhaft, aber. Okay. Der ist vergiftet jetzt. Wegen Slayer mache ich dann mal dort. Ich hoffe, dass das ausreicht, um die dort fertig zu machen. Ihr misst nicht ganz. Gut, dann. Nein, ich Mega Heal Usagi Drop kann ich doch. Ach shit, kann ich da nicht so machen. Gut, dann stelle ich dich mal dahin. Und nutze jetzt Usagi Drop. Jetzt reicht das aber. Ich hoffe, dass das auch ausreicht, um die jetzt zu killen. Ja, relativ gut. So. Dann natürlich jetzt überlegen, die ist. Okay, eigentlich müsste ich. Aua. Die macht viel mehr Schaden, als ich jetzt gedacht hätte. Nicht gut. Gut, Eis und. Okay. Okay, dann packe ich euch mal unter Eis. Am besten. Hoffentlich reicht es, um beide zu killen. Der ist weg. Ja, noch nicht. Aber na gut. Dich packe ich dann mal dahin. Dich packe ich. Ach verdammt, dich packe ich dann hier hin. Ist natürlich jetzt etwas ärgerlich für mich. So, Mega Heal auf dich. Das ist jetzt wirklich nicht so ganz, wie ich es gerne noch gehabt hätte. Aber, obwohl, Giga Heal geht noch. Das ist fies.
Das geht noch vom Schaden her. Okay, das ist jetzt sehr blöd. Okay. Das ist jetzt echt etwas ätzend. So. Okay, das ist doch mal schon mal ganz gut. 14, 200. Komm. Counter, ja, reicht. Schön. Wind. Okay, dann kann ich da also mit. Omega-Feuer hier schön reinballern. Vielleicht reicht das ja aus, um da genug Schaden zu machen. Also, hat zwar nicht komplett gereicht, aber. Warte mal, kann ich mit dir irgendwie, hast du was, wo du die um dich herum angreifen kannst? Okay, ich mach dann erstmal einfach. Das reicht. Gut. Dann. Hoffe ich einfach mal, dass das auch reicht. Okay. Ja, dürfte reichen. Sollte eigentlich wirklich reichen. Gut. So, damit sind die schon mal weg. Warte mal, Blazing Knuckle, der dann dort einmal. Und. Einmal Magdalena. Jo. Dich kann ich nochmal darauf stellen. Also. Es werden nicht alle überleben, aber. Oh, okay. Das war doch nochmal ganz gut tatsächlich. Oh. Tatsächlich auch mehr Erfahrungspunkte noch gebracht, als ich so erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Kein Counter? Oh, schade. Oh, hat nochmal ein Level abgebracht jetzt. Dies ist doch mal nicht so schlecht. Jo. Also, Lahal ist immer noch nicht auf Level 81, aber Planer 69 inzwischen. Also, das war nicht so schlecht. Ich speichere sicherheitshalber nochmal. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal hier jetzt Kolosseum. Und mal sehen, was dann ist. Something's not right. Huh? What do you mean? We've made it this far, but still haven't seen any sign of the Seraph. That's true. If the Seraph is not involved in any of this, then why hasn't he come out and saved Flaunt? So, you're saying the fact that he hasn't shown up can only mean... Oh. I understand your point, but I'll believe in Master Lamington until the very end. Geez, you're stubborn. Don't tell me it's because of love again. Yes, it is. Absolutely. Have faith in someone who respect. That's love. Oh, what a love freak. Well, I don't trust the Seraph myself, but I guess I can tag along. I'll help you, Flan. I believe in you. Ach du Scheiße. I trust in your love. Beep, beep, blip, beep. I will accompany you too. Jennifer, Mr. Gordon.
Jordan! Mr. Thursday! Es wäre lustig, wenn Laha jetzt einfach sagen würde, nein. You guys are so naive. Hm? Does that mean you're leaving, Prince? Wäre lustig, wenn ja. How can I turn back now when I haven't seen the Seraph? I'll go on even if it's by myself. Laharl. Everybody, thank you so much. Ja, Laharl ist nicht so nett. I'm glad that I met all of you. I have harmed my own kind. No matter how this journey ends, I will receive severe punishment. But I what have the fucking regrets. Hell, I was able to meet such wonderful companions. What the fuck, Flon? Okay, Cotton. Also das heißt No Entry. Aha. What the? Ach du Scheiße. Das ist echt fies. Warte mal, kann ich schon mit Feuer, Eis, okay, kann ich, das möchte ich natürlich ausprobieren, ob ich hier drüben schon, okay, aber du hast Eis, dich kann ich trotzdem angreifen mit Mega Eis. Einmal schon mal ausprobieren. Hm. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier etwas unangenehm für mich werden könnte. Diese Aktion hier insgesamt jetzt. Aber naja. Ist halt so. Ich werde bis zur nächsten Folge sowieso nochmal nach Möglichkeit wieder grinden. Also. Flon, komm mal. Ey, Edna wird das nicht Flon. Flon, kommt dahin nochmal. Gut. Und in Turn. Jetzt wird es wahrscheinlich schmerzhaft. Okay, Mega Wind. Das geht ja noch. Hey. Das ist jetzt. Das ist ätzend. Okay. Omega Feuer auf sie. Gut. Dann dürfte die doch hoffentlich weg sein. Ja. Euch heile ich mal alle kurz. So. Kann ich vielleicht? Jo, kann ich. In dem Falle mache ich es dann halt so. Ach Leute, ich kann hier unten nicht vorbei. Na toll. Das heißt, ich muss hier sogar hoch. Gut, dann. Was bleibt mir als übrig, als das jetzt so zu machen? Fuck you. Nee, ich hab überlebt. Okay, das war jetzt fies. Nee, die überlebt das wahrscheinlich immer noch. Ja. Komm. Jo, damit ist sie weg. Gut. Du hast da immer noch Mega-Eis einmal.
Also das hier ist gerade irgendwie etwas nervig noch, die ganze Aktion hier, aber was soll man machen? Ich habe keine andere Wahl, als da jetzt rumzulatschen. Hoppala, hoppala, gut, entfernen. So, hoppala, einmal. Du kannst dann niemanden angreifen. Okay, gut, dann du einmal darum, du einmal darum. Das ist halt für mich auch ein bisschen jetzt nervig. Weil das zieht das Ganze eigentlich zum Großteil nur in die Länge jetzt. Gut. Aha. Aua. Das ist jetzt arschig gewesen. Okay, Am besten werde ich euch hier durch eine Aktion los. Gut. Ich hoffe, dass die dann auch drauf gehen. Ja. Sehr schön. Dann kann ich dich dahin und du kannst. Nein, Pony Raid wollte ich machen. Gut. Das ist natürlich ätzend für mich. Weil ich den immer noch nicht loswerde. Und es kann sehr gut sein, dass der jetzt dadurch welche von mir killt. Okay. Ja, welche von mir killen ist lustig. Das war absolut fatal jetzt gewesen dort. Shit. Okay, das macht's nicht besser. Eis. Ach du Scheiße. Hat das sogar überlebt? Fuck. Dann habe ich vielleicht die Chance durch. Ja. Bitte kill den. Das wäre sehr vorteilhaft für mich. Ach Scheiße, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier nichts wird jetzt gerade. Oh. Naja, wenigstens kriegst du deine eigenen auch noch mit. Repent. Repent. Fuck you. Damit ist Edna tot. Oh, doch nicht. Repent. Hätte ich jetzt. Damit ist jetzt. Pläne lebt noch, geil. Oh fuck. Das ist ätzend. Aber lebt noch. Repent. Sorry, hab nicht gehört. Warte. Oh fuck. Ja, okay, der ist jetzt tot. Schläft jetzt, also ist tot. Gut, Pretty Red darauf. Einmal schon mal. Gut. Die Sache mit Lahal, da war jetzt natürlich ätzend.
Okay, du machst dann mal Megawind da rein. Der ist weg, weg, weg. Okay, gut, die drei sind schon mal weg. Das Problem ist hier gerade, ja, der wird nicht überleben. Kann ich von hier... Fuck, ich komme nicht ran. Okay, in dem Falle, wenn du nicht rankommst da, dann heil dich mal selbst. Interessant. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Okay. Ich denke... Okay, die schläft, das geht ja noch. Wind. Gut. Wenn die noch schläft, dann... attackiere ich sie mal noch nicht. Repent. Okay. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass Laha jetzt tot ist, aber... Ich werde das hier trotzdem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch schaffen. Da geht das noch klar alles. So, hoppala. Enemy-Turn, Windcutter. Fuck. Obwohl, ich denke, ich werde immer noch gewinnen, auch mit nur einem einzigen. Nice. Also, ich denke, ja, ich werde das hier gewinnen. Auch nur damit Liz überlebt, als einzige. Nicht ganz optimal, aber hey, wenigstens gewonnen. Und ich habe übrigens auch seit der letzten Folge mir weitere teure Gegenstände, weitere teure Waffen und so freigeschaltet. Die werde ich wahrscheinlich auch noch mal okay, interessant. Gut, kaufe ich nochmal. Special Lens. Ich nehme einfach mit. Ah, die Saint habe ich, glaube ich, schon mal gekauft. Was ist? Nee. Den mächtigen Stab oder so gibt es nicht mehr weiter. Ansonsten... nee. Schade. Customer Rank Up, das ist doch auch schön. Gut. Da noch einmal geschaut, jetzt schaue ich hier nochmal nach. Einfach Mr. Armor mal mitnehmen. Man kann ja nie wissen und ja. Dann würde ich sagen, beende ich hier an diesem Punkt jetzt die Folge. Ich werde halt schauen, dass ich zur nächsten Folge nochmal wieder... weiter grinde, vielleicht sogar noch mal ein paar Level, also Waffen auf Level, damit ich da halt auch wirklich dann die besiegen kann. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.